Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten Pressekonferenz der Saison 2019-2020 anlässlich des Spiels Kassel Huskies gegen Frankfurter Löwen. Ich begrüße die anwesenden Medienvertreter hier im Presseraum. Ich begrüße aber auch die zugeschalteten Fans und VIPs und alle, die uns auf anderen Kanälen verfolgen. Endstand des Spiels Kassel gegen Frankfurt 3:2 vor 5078 Zuschauern. Und wie immer hat unser Gast, Matti Tilikainen, den ich recht herzlich begrüße, zunächst einmal das erste Wort für ein Statement zum Spiel. Okay, danke schön. Guten Abend, everyone. Yes, I think the game level was pretty high right away in the first game. Of course, it's a tough loss. You don't want to lose these games, especially first game in Derby, but that's things just happened. But in one point you're happy how you play, but in one point you have a lot to improve. So that's the thing what we have to keep doing, that we keep improving our game. More consistent, little details, face-offs. We win a lot of face-offs, but we lost the puck because they were pretty hungry on those games. So, but anyway, I'm like I said, pretty satisfied for most of the team. But of course, like I said, it's a lot to improve in individually and also as a team. Dankeschön. Also, der Trainer sagt, es war ein sehr hohes Spiellevel, was wir heute Abend gesehen haben. Keiner will natürlich das erste Spiel verlieren. Den Frankfurtern ist das in diesem Fall passiert. Er wünscht sich mehr Konstanz von seiner Mannschaft, obwohl schon sehr vieles sehr richtig gemacht worden ist, wurden viele Bullies gewonnen. Aber Kassel war eben am heutigen Abend auch sehr hungrig. Insgesamt ist er aber sehr zufrieden. Tim Kehler, dein Statement bitte zum heutigen Spiel. Dankeschön, guten Abend zusammen. Wir haben heute Abend dieses Spiel gewonnen für Spider. Alles Gute zum deinem Geburtstag, Spider. And all that you do for our team. It was a great atmosphere, a derby atmosphere. It was really tough going on the ice with the fog. I only saw half the game, but it was difficult for both teams. But both teams pushed hard, played heavy. I really appreciated the compete level of our group. Tough to highlight anybody, but I think a great example of our determination was Mishi Krist tonight, who took a puck in the head, got sewed up and came back and just competed, drew two penalties, was outstanding on the penalty kill, and really represented what we are going to be all about this season, and that is hardworking, determined, with no quit in our group. So it's a good start. Dankeschön. Ja, also es war eine, wie der Trainer sagt, großartige Derby-Atmosphäre, die wir heute in der Halle erlebt haben, mit viel Toughness auf dem Eis, auch mit ein bisschen Nebel zwischendurch. Das hat aber dann für beide Mannschaften sein sollen. Tim war vom Level seiner Mannschaft bereits beeindruckt. Ganz besonders möchte er Mishi Krist hervorheben, der heute einen Puck an den Kopf bekommen hat und trotzdem weitergespielt hat. Er war sehr präsent, so wie das die ganze Mannschaft auch über die gesamte Saison sein soll. So viel zu den Statements der Trainer. Kommen wir nun zu den Fragen der anwesenden Medienvertreter. Da darf ich um Ihre Fragen bitten. Also die Frage von Gerald Schaumburg, der den Gästetrainer Matti Tilikainen fragt, ob in den ersten beiden Dritteln vielleicht ein bisschen so viel Tempo gegeben ist, dass im dritten Durchgang dann nicht mehr allzu viel oder ein bisschen weniger Kraft da war. Yeah, like I said, we start how we want and speed level was very high in the game, but I don't think that it was that we gained too much speed. I think more the boxes, we had a lot of penalty killing. We have to play a lot of short-handed. I don't know. Yeah, you can talk about the situation, but it is what it is. And that's maybe eat us a little bit energy, but in the end, it wasn't the condition or speed. I think it was a one-goal game. They get that one goal and we tried to come back, but we didn't success today.
Also die Antwort darauf, dass die Löwen so begonnen haben, wie sie beginnen wollten. Die Geschwindigkeit war allgemein sehr hoch in dem heutigen Spiel. Letztendlich haben sie einige Male Unterzahl gespielt, was natürlich auch Energy kostet. Aber es war letztendlich keine Frage der Geschwindigkeit oder der Kraft, dass man mit einem Tor hier heute verloren hat. Weitere Fragen der anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir also noch zu den Ergebnissen der anderen Partien, die am heutigen Abend stattgefunden haben, an diesem ersten DL2-Spieltag. Bad Nauheim gewinnt zu Hause 3:2 gegen Bietigheim nach Penaltyschießen. Dresden unterliegt zu Hause gegen Aufsteiger Landshut nach der Overtime mit 1:2. Füchse gegen Freiburg 7:3. Die Ravensburg Tower Stars gewinnen zu Hause 4:0 gegen Kaufbeuren. Kassel, wie gesehen, schlägt Frankfurt 3:2. Heilbronn unterliegt zu Hause gegen Krimitschau 2:6. Und Bayreuth gewinnt nach Verlängerung gegen Bad Tölz mit 3:2. Wir sehen uns wieder am 20. September um 19.30 Uhr zur gewohnten Zeit, dann ohne Marathon, dafür mit mehr Parkplätzen zum Heimspiel gegen Krimitschau. Unser nächster Gegner ist allerdings schon am Sonntag die Mannschaft aus Bietigheim. Da treten die Huskies dann um 17 Uhr an. Ich bedanke mich, dass Sie alle da gewesen sind. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Nachhausefahrt. Wir sehen uns wieder in der Halle. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen.